So, herzlich willkommen. Ist schön, dass ich dich wieder begrüßen kann bei meinem heutigen Video. Das heutige Video, das soll wieder nicht hochwissenschaftlich werden, ist nicht lang vorbereitet, auf keinen Fall. Ich habe gerade nur was ausprobiert und will es euch zeigen. Und jetzt steht mein Schreibtisch voll mit Kruscht. So, es soll um die Frage gehen, was ist kompatibel bei Ghost-Filtern und NATO-Standardfiltern? Die haben beide 40 mm Anschlussgewinde. Ich habe zwei NATO-Filter hier. Ich habe irgendein komisches Zwischending hier und ich habe keinen russischen Ghost-Filter. Ghost ist ein Standard für die sowjetische Armee. Warum habe ich keinen russischen Filter hier, keinen sowjetischen Filter? Weil die Asbest enthalten. Ich will hier natürlich wie üblich auch abschweifen. Also, so sind alle Filter aufgebaut, alle Universalfilter fürs Militär und für den Zivilschutz. Hier vorne ist so ein Fließstoff drin, wie bei einer FFP3-Maske, die man während Corona und so weiter benutzt hat. Hier ist Aktivkohle drin und das dient nur dazu, dass man keinen Kohlestaub einatmet. In diese Richtung wird geatmet. Und bei den sowjetischen Filtern ist hier Asbest mit drin. Wenn die Filter korrekt sind, wenn sie keine Beschädigungen haben, dann sollte sich Asbest lösen, das natürlich von der Kohle gefangen. Aber Asbest wird ja dadurch gefährlich, dass man es einatmet. Und dieses Risiko würde ich persönlich niemals eingehen. Ich würde mir niemals einen Ghost-Filter kaufen. Also einen sowjetischen Filter. Außer für irgendwelche Demonstrations- und Anschauungszwecke, aber niemals, um so eine Maske aufzusetzen. Es gibt sogar alte Masken, die haben vorne Asbest drin verbaut. Also auf jeden Fall habe ich keinen. Jetzt könnte ich ihn noch brauchen, um es euch zu zeigen. Oh, hole ich wieder lange aus. Schalten wieder ganz viele weg. Okay. Hier habe ich einen alten Bundeswehrfilter. 1967. Ich weiß, dass in Westdeutschland früher auch Asbest verwendet wurde. Ich weiß aber nicht genau wann. Ich vermute, der hat keins mehr drin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich nicht vor, den auszuprobieren, so alt wie er ist. 1967, da ist ein Sammlerstück. 1987, der hat garantiert kein Asbest mehr drin. Also, machen wir ihn auf und probieren heute etwas aus. Sieht ein bisschen vermodert aus. Aber wird schon funktionieren. Solltet ihr solche Kappen haben und da ist ein Gummiring drin, hebt den Gummiring auf, schmeißt ihn nicht weg, schmiert ihn mit Silikonfett ein, schmeißt ihn nicht weg. Erkläre ich gleich warum. So, das hier ist ein polnischer Filter. Ich werde viel gefragt, was für Filter soll man kaufen. Ich kaufe mir aktuell die polnischen Filter für die MP5-Maske. Jetzt muss ich mal kurz aufstehen und dann noch was holen, was ich vergessen hatte. Weil ich mehr aushol, als ich vorhatte. Die polnische Armee hat ihre Masken, die MP5-Masken, die sehen so aus. Das ist die französische ARFA-Maske, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Also das ist das französische Original. Die MP5-Maske sieht genau gleich aus, nur dass sie hier vorne Schlitze hat statt Löcher. Und die polnische Armee hat große Bestände dieser Masken kurz vorm Ukraine-Krieg auf den Zivilmarkt geworfen. Zusammen mit diesen Filtern. Ich kaufe mir diese Filter, weil sie günstig sind. Die bekommt man für 7 € oder so. Was kann man noch für Filter kaufen? Man kann natürlich auch sowas kaufen, aber mir wäre 1987 zu alt. Das würde ich mir nicht mehr kaufen. Die sind 10 Jahre alt, vielleicht auch mal 20 Jahre alt, die funktionieren noch. ABEK. ABEK. Ihr könnt das so in die Suche eingeben bei eBay oder nur mit ABEK ohne irgendwelche
Trennungen dazwischen, dann findet ihr diese Filter. Das hier sind zivile Universalfilter. Die sind genau so aufgebaut. Das ist das, was man will. Für alle Zivilschutzzwecke. So, weil ich jetzt noch mehr aushole und immer noch nicht auf die Gewinde zu sprechen komme. Ein Zuschauer hat mich gefragt, wie sieht es denn aus? Kann man denn die Kohle nachfüllen, wenn der verbraucht ist? Wenn man es als Bastelprojekt sieht, ja, dann kann man da mit experimentieren. Machen würde ich es natürlich nicht. Wenn es um sowas Wichtiges geht, sowas Überlebenswichtiges, dann würde ich mir natürlich lieber Filter kaufen. Aber jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Hier habe ich die Kohle drin. Das ist sehr feine Kohle, Aktivkohle. Die ist aus diesem Filter raus, den ich mal aufgeschnitten habe. So, und jetzt habe ich vielleicht den ganzen Schreibtisch voll mit Kohle. Diese Stücke, die haben im Schnitt, wenn meine Hand etwas verschwitzt ist, entschuldigt ist, es ist super, super heiß heute, vielleicht 1 mm im Durchschnitt Durchmesser. So. Ihr seht, es ist sehr heiß heute. Mal gucken, dass ich das hier im Müll kriege. So, und dann kam die Frage auf, kann man die Filter mit Kohle aus dem Aquariumbedarf nachfüllen? Prinzipiell, wie ich schon sagte, ich würde es nicht machen. Das habe ich ja auch von einem Bastelprojekt. Ihr kennt ihr bestimmt, wie man sich eine Schutzmaske selber basteln kann. Ich kenne mich mit Aquarien nicht aus, deswegen kann ich euch nicht sagen, ob die immer so aussieht. Die ist auf jeden Fall viel gröber. Also viel, viel gröber. Hier sind die Kohlestücke. Entschuldigt, die sind so stäbchenförmig und viel größer. Also die müsste man wahrscheinlich vorher zerstoßen. Das ist jetzt ein gebrochenes. Die meisten sind doppelt so lang. Also ihr seht, die sind 8 mm lang etwa. Da seht ihr es etwa. Also ich denke nicht, dass man diese Kohle ohne weitere Bearbeitung dafür verwenden sollte oder könnte. So. Gut. Das sind NATO-Filter. Das ist eine Feuerwehrmaske. Träger, Auer, keine Ahnung was. Die habe ich schon ewig und 3 Tage. Auer. Eine Auermaske. Und das sind sowjetische. Das ist die GP5. Die am meisten hergestellte ABC-Schutzmaske der Welt. Da sind Millionen hergestellt worden im Kalten Krieg. Ihr seht meine, die ist schon hier zerrissen und so weiter. Ganz brüchig. Und hier ist eine Kinderschutzmaske. Habe ich auf dem Blog was zugeschrieben. Und die verwenden natürlich die sowjetischen Filter. Und da sind die Gewinde etwas anders. So, es ist natürlich klar, dass wenn man einen sowjetischen Filter verwendet, der hier reinpasst. Und jetzt nehmen wir mal hier diesen bundesdeutschen Zivilschutzfilter, schrauben ihn hier drauf. Und ich kann euch schon sagen, was jetzt passiert. Das Gewinde klemmt sich fest. Ich spüre aber, dass er keinen Kontakt hat zu der Gummidichtung. Und genau da ist das Problem, warum die nicht passen. Warum hebt man sich diese Gummidichtungen auf, die ich euch gerade gezeigt habe? Das war eine Scheibe, aber manche haben ja genau hier einen Ring. Diese Ringe, die kann man nämlich hier reinlegen und dann klappt es zum Teil, dass sie abdichten. So, ihr hört das Quietschen, das Gewinde klemmt sich fest. Die passen hier nicht rein. Wenn man die mit Gewalt reindreht, ist das Gewinde kaputt.
Also, wenn ihr so eine Maske habt, passend keine NATO-Filter. Ich habe die Tage den Wikipedia-Artikel zur MP5-Maske gelesen, also zum polnischen Nachbau von diesen Filtern. Und da stand drin, es wäre ein Mythos, dass diese MP5-Filter aus Polen, der ist aus Polen, ein Zwischengewinde haben, was auf beides passt. Und jetzt zeige ich euch, dass das kein Mythos ist. Möglicherweise gibt es irgendwelche schwindligen Serien, bei denen das anders ist. Und jetzt hört ihr es nicht knarzen, sondern ihr hört es Gummi quietschen. Der ist absolut dicht. Dieser Filter passt. Der passt auf NATO-Masken und auf sowjetische. Und das ist der Grund, warum ich mir diese Filter kaufe. Quietsch. Und er ist abgedichtet. Er bildet hier eine Abdichtung. Die Polen haben da irgendeine komische Zwischengröße gemacht. Ihr hört es nicht quietschen, aber ich spüre, wie es mir denn auf den Gummi drauf drückt. Auch hier passt er. Die Kinderschutzmaske. Und er sitzt dicht. Das sind für mich die besten Zivilschutzfilter für die private Anwendung, die es gibt. Jetzt nochmal zum Vergleich, den Bundesdeutschen aus dem Kalten Krieg. Nicht. Er knarzt und macht mir das Blech kaputt. Ja. Woran erkennt man die? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt die mit ganz unterschiedlicher Beschriftung. Wenn ihr sie als polnische Filter angeboten kriegt, kauft euch ein paar, macht einen auf, probiert ihn anzuschließen. Wenn er passt auf eine sowjetische Maske, dann wisst ihr, dass es genau diese gesuchte Zwischengröße ist, die für alles funktioniert. Und kauft euch natürlich Filter, die so neu sind wie möglich. Und wie ich es auch immer sage, verpackt sie luftdicht. Die polnischen Filter sind eingeschweißt in Folie. Sie sind verschlossen mit diesen Kappen. Und dann packt sie nochmal luftdicht ein. Und dann sollten die wirklich ewig halten. Sehr, sehr lange. Ohne Probleme. Genau. So ist das damit. Ich hoffe, das ist interessant für euch, für all diejenigen, die sich für ABC-Schutz interessieren. Ich hatte das eben lange gelesen, dass sie eine Zwischengröße haben, die polnischen Filter, dass sie für die alten sowjetischen, die polnische Armee hatte, funktionieren und für die neuen NATO-Masken. Dass sie deshalb extra ein Zwischengewinde verwendet haben. Und dann hatte ich auf Wikipedia gelesen, dass dem nicht so ist. Deswegen habe ich es neulich ausprobiert und habe festgestellt, doch, es ist so. So sehr ich Wikipedia schätze, stand da einfach ein Unsinn. Ja, ich hoffe, das war interessant für euch als kleine Meldung zwischendurch. Ich hoffe, ich kann euch die noch vorstellen, die Kinderschutzmasken. Zu GP5 glaube ich nicht, dass ich was bringe. Ich habe das ganze Zubehör gar nicht. Ich habe keinen Filter dafür. Zu der kommt noch ein Video. Das ist auch schon fertig. Und genau. Ich hoffe, diese beiden coolen Taschenlampen kann ich euch endlich bald noch im Vergleich vorstellen. Das sind nämlich zwei komplett gegensätzliche Taschenlampen. Ich nehme es gleich vorweg. Kauft euch lieber die. Dafür gebe ich eine Empfehlung ab. Das ist die tollste Lampe, die es gibt, aber sie ist so kompliziert. Im Notfall hat man immer die falsche Leuchtstufe. Phoenix LD22 V2. So eine tolle Taschenlampe, die immer das macht, wenn man sie braucht. Sie macht einfach immer Licht. Und wenn man die braucht, hat man gerade irgendeine komische Sperre drin. Oder irgendeine komische. Einen komischen Modus. Genau, ich
hoffe, das war interessant. Ich wünsche euch nur das Beste und ich hoffe, das nächste Video wird ein bisschen strukturierter und nicht so durcheinander. So coole Felder. Macht's gut. Ciao.